Das Schwarzer Tal im Herzen von Thüringen ist heute das Ziel unserer Reise ohne Passierschein, die nicht wie für alle Westdeutschen am Zonenkontrollpunkt Warta endet. Aus allen Teilen Deutschlands kamen einst die Besucher zum Pfingstfest in die kleinen Ortschaften an der Schwarza. Schwarzburg wurde von den Urlaubern die Perle von Thüringen genannt. Goldwäschereien haben die Bewohner des Ortes im Mittelalter reich gemacht. Als das Gold der Schwarzer versiegte, zog die Armut in die Häuser ein. Doch der ständig wachsende Fremdenverkehr ließ Schwarzburg erneut emporblühen. Das Schlossberghotel zählte vor dem Kriege zu den gemütlichen Schwarzburger Familienpensionen. Privatquartiere sind in Schwarzburg kaum noch zu bekommen. Werktätige verbringen im Schwarzerburg-Hotel ihren 12-tägigen, vom FDGB organisierten Kollektivurlaub. Es ist, wie auch das Schlossberghotel, enteignet. Hundert Meter hoch über dem Tal liegt Schloss Schwarzburg, das einstige Stammschloss des Schwarzburger Fürstenhauses. Der schwarze Ritter Wittekind soll die Schwarzburg vor vielen Jahrhunderten erbaut haben. Nach schwerer Schlacht war er von Karl dem Großen gefangen genommen worden. Als er sich zum Christentum bekannte, machte ihn der deutsche Kaiser zum Thüringer Gaugrafen. Er herrschte fortan auf der Schwarzburg, die weit über die Wälder des Thüringer Landes blickt. Flussabwärts geht unsere Fahrt weiter durch das romantische Tal der Schwarza. Dunkle Fichten und hohe Tannen begleiten den Flusslauf. Inmitten des grünen Meeres liegt Bad Blankenburg. Aus den kleinen Ortschaften im Talkessel kommt das weltberühmte Thüringer Holzspielzeug. Heute sind die Heimarbeiter zu Produktionsgenossenschaften zusammengeschlossen und die Zonenregierung verkündete kürzlich, der Thüringer Wald ist ein wesentliches Produktionszentrum unserer sozialistischen Wirtschaft geworden. Ein besonderer Anziehungspunkt für alle Urlauber ist die Burgruine Greifenstein. Vor 6 Jahrhunderten rückte die Burg in den Blickpunkt der deutschen Geschichte. Graf Günther von Schwarzburg wurde hier zum Gegenkönig Karls IV. Ernannt. Doch seine Herrschaft war nur von kurzer Dauer. 5 Monate nach seiner Wahl wurde er vergiftet aufgefunden. In der verfallenen Burgruine trafen sich später zu jedem Pfingstfest die Turnerschaften aller deutschen Hochschulen. Seit der Spaltung Deutschlands sind die Studenten aus der Bundesrepublik von diesem Treffen ausgeschlossen. Der Thüringer Wald, das grüne Herz von Deutschland, liegt heute für 55 Millionen Deutsche hinter Stacheldraht.